Das Bundesfinanzministerium erwartet für dieses Jahr zusätzliche Steuereinnahmen von rund 5 Milliarden Mark. Wie schon im Vorfeld der heute begonnenen zweitägigen Steuerschätzung bekannt wurde, musste die Prognose für das kommende Jahr dagegen zurückgenommen werden. Der Arbeitskreis Steuerschätzung präsentiert zweimal im Jahr seine Vorhersagen, einmal im Mai und einmal im November. Jetzt die neuen Belege. Das Bundesfinanzministerium erwartet für dieses Jahr zusätzliche Steuereinnahmen von rund 5 Milliarden Mark. Wie schon im Vorfeld der heute begonnenen zweitägigen Steuerschätzung bekannt wurde, musste die Prognose für das kommende Jahr dagegen zurückgenommen werden. Der Arbeitskreis Steuerschätzung präsentierte zweimal im Jahr seine Vorhersagen, einmal im Mai und einmal im November. Die Rahmendaten wie Wachstum, Arbeitslosigkeit hat Ihnen die neue Bundesregierung vorgegeben. Die Grünen machen mit, vorausgesetzt, es werde ein strikter Sparkurs gefahren. Sie haben es mitbekommen, meine Damen und Herren, mir ist ein kleiner Irrtum unterlaufen.